Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom BER Bausimulator mit mir, dem Mr. Mangobaum. Und ja, es ist schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal BER Bausimulator gespielt habe. Aber ja, da so viele verschiedene Spiele eigentlich zu der Random Shit Playlist gehören, werde ich da ja halt eigentlich jedes dieser Spiele relativ wenig spielen. Das ist leider nun mal so. Vielleicht, ich müsste mal Country Boards at War auch mal wieder aufnehmen. Ich denke, das wird dann als nächstes kommen. Und ja, es geht weiter mit BER Bausimulator. Ich finde das Spiel sehr, sehr toll. Und ja, was machen wir eigentlich als nächstes? Bauarbeiten laufen hier gerade. Und hier auch, okay. Ich würde sagen, das lassen wir dann erstmal so laufen. Oder haben wir noch Optionen, etwas zu bauen? Wir könnten noch ein Parkhaus bauen, aber wir bauen gerade schon Sachen. Was ist das hier? Zwei verbleibende Punkte. Ah, hier kann ich Sachen einlösen. Ich würde eigentlich auf Game Over, Desaster, Vertuschung, gehen. Weil es steht, ermöglicht im Fall eines Game Overs durch ungünstige Mangeloption das Spiel fortzusetzen. Und das wäre doch ganz nett. So. Dann warten wir mal, bis hier etwas, ja, bis es fertig ist. Die Bauarbeit an diesem, was auch immer, Parkhaus. Oh, ein Mängel ist aufgetreten. Kai-Uwe hat Doppelknoten in die Kabel gemacht. Um die verschiedenen Kabel durch die Schächte ziehen zu können, sollte Kai-Uwe diese mit Schleifen zusammenbinden. Zur Sicherheit hat er aber Doppelknoten gemacht. Jetzt kriegen wir sie nicht mehr auseinander. Klettkabel für Kai-Uwe kaufen. Das alles per Hand entwirren. Mit dem Schwert durchschlagen und neu verlegen. Oder erst drum kümmern, wenn es ein Problem mit den Kabeln gibt. Nee, dann mache ich lieber... Na gut, das alles mit der Hand entwirren ist halt billiger, aber wir haben sowieso genug Geld, deshalb mit dem Schwert durchschlagen, finde ich, ist hier die passende Option. Ich würde einfach doch noch was Neues bauen, und zwar das, wartet kurz, hier kann man schauen. Nein, so, hier kann man schauen. Was alles fertiggestellt ist, ne, die sind alle betriebsbereit. Die sind alle betriebsbereit, also hier kann ich nichts mehr verbessern. Was ist hier? Retro-Grafik. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Retro-Grafik gerne hättet. So. Dann warten wir, bis das fertig ist. Und dann können wir das noch weiter ausbauen. Die Stufe 5 des Baumenüs erreicht. Damit haben Sie folgende neue Bauoption freigeschaltet. Noch ein Parkbereich, ein Bahnhof. Ein neuer Punkt kann im Management-Menü investiert werden. Wurde auch mal Zeit. So. Rohbau fertiggestellt. Dann die nächste Stufe, Innenausbau. Wir nehmen dafür... die königliche Hofbauerei König Ludwig II. Ah, für die, die es nicht wissen, König Ludwig II. War König von Bayern und hat, glaube ich, auch das Schloss Neuschwanstein bauen lassen. Also der hat ziemlich viel investiert in Schlösser und so einen Scheiß. Aber der ist teurer als Endrangheta, was auch immer das sein soll. Er ist halt teurer und er ist schlechter. Weil die Bewertung ist etwas schlechter. Dafür dauert es halt nicht so lange. Aber dann nehme ich lieber die hier. Ganz, ganz toll. Ich habe wirklich nichts zu beanstanden. Das sind ehrenwerte Leute. Also sind es anscheinend nicht ehrenwerte Leute. Ich weiß nicht wirklich nicht, wer damit gemeint ist, worauf die anspielen wollen. Beeindruckend professionell, vor allem die häufigen Besucher vermitteln ein sicheres Gefühl. Ah, okay, ich kann mir was vorstellen. Okay, gut. Gepflegte Erscheinung, sehr zupackend, elegant bis in die Haarspitzen, modisch gekleidet und Konterumgang mit Beton, auch in nasser Umgebung. Konnte nicht nein sagen, sie haben möglich ein Angebot vorgelegt, das ich nicht ablehnen konnte. Ja, das konntest du nicht ablehnen. Okay, ich glaube, das ist eine kriminelle Organisation. Wenn ich das so lese, dann denke ich so ein bisschen an Mafia.
Weil alles spitze ist. Sie vermitteln ein sicheres Gefühl. Ich konnte nicht Nein sagen. Du darfst nicht Nein sagen. Also sowas in der Richtung wahrscheinlich. So. Dann. Hier ist der Innenausbau. Hier wird auch der Innenausbau gemacht. Ach, ich mache jetzt einfach was Drittes. Anbindung hatten wir noch überhaupt nicht. Dann nehme ich dann einfach mal den Bahnhof. Wir nehmen die Schieferbaugenossenschaft Pisa. Ist da die Wand schief? Wasserwaage und Winkelmesser sagen zwar, ist alles okay, aber es sieht irgendwie krumm aus. Okay, für Preis und Dauer. Ich bin mal ganz offen, hätte auch alles etwas schneller sein können, gerade bei dem Preis. Ergebnis passt aber. Wirklich hübsch. Das toskanische Design ist einfach herrlich und passt ganz hervorragend hier nach Bottrop-Mitte. Das ist mir egal, was die anderen sagen. O Sole mio. Ich fühle mich wie in Italien. Ich kann den ganzen Tag nur durch Gondeln paddeln und Espressos schlürfen. Ciao, vita bella, amore, bella mozzarella. Arrivederci. Okay, wie aus der Werbung. Deren Werbeslogan hätten sie es mal lieber selbst gemacht, hat mich überzeugt. Und ich wurde nicht enttäuscht. Ja gut, das reicht jetzt auch erstmal. Drei gleichzeitig. Machen wir auf die Schnellgeschwindigkeit. Okay, hier ist der Innenausbau fertig. Dann können wir jetzt hier die dritte Stufe machen. Dominas Baudu-Stück. Okay, was kommt jetzt? Also bitte, viel zu lasch. Aha. Ich war für ein paar Monate SPD-Vorsitzender und Kanzlerkandidat. Ich bin Härteres gewohnt. Das glaube ich. Ja. Top. Bauqualität, aber mehr Stunden gebe ich erst, wenn die mich wieder losgebunden hat. Ich zahle dafür nicht extra. Okay. Ich musste es mir selber machen. Okay. Ich dachte schon, warum kommt da kein Bauarbeitertrupp, sondern nur so eine Latex-Lady mit. Okay, ich lasse es, glaube ich. Zwingt einen, alles selber hochzuziehen. Ey, was habe ich geackert? Nur 3 Sterne, weil ich manchmal doch echt geschlampt habe. Ach, ey. Ja, ein bisschen, manchmal ist es ein bisschen. Warte mal, ich weiß. Warte mal, ist es. Ah, nee, wir. Nein, das ist nicht das, was. Das ist. Warte mal, das. Nee, 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 den Bahnhof erbauen wir mit diesem Domina-Dingens, ne? Aber das hier ist was anderes. Dübel aus dem Schoko-Werkzeugladen nicht sicher. Wer hätte es gedacht? Die Abdeckung vor dem Kabelschächten sind mit Dübeln gesichert. Kai-Uwe hatte die schöne Idee, die aus dem Schokoladenwerkzeugkasten zu besorgen. Bei Temperaturen über 15 Grad verlieren sie aber ihre Stabilität. Wendet dauerhaft auf minus 10 Grad kühle Schokodübel von vorletztem Ostern nehmen. Schokodübel in Meile. Im Mai, ich weiß wirklich nicht, was das ist. Tunken. Wetterbericht für die nächsten 20 Jahre auf Temperaturen über 15 Grad checken. Ich nehme dann doch lieber das Runterkühlen. So. Dann warten wir mal, bis ein Mängel auftritt. Christian Lindner gibt den Arbeiten wertvolle Profi-Tipps. Den Arbeitern. Ja. FDP-Chef Christian Lindner kam vorher auf der Baustelle vorbei und hat uns wertvolle Profi-Tipps gegeben, aber irgendwie haben die gar nicht funktioniert. Lindner mit einem Gutschein für einen Markenanzug-Outlet abwimmeln. Tun, was Lindner sagt, okay, ja, Volksschule ist 1%. Alle seine Erklärungen damit kontern, dass das bald durch eine noch unbekannte Zukunftstechnologie eh obsolet wird, drohen, dass man Farbfoto von Lindner. Okay, ach, ich muss das nehmen, tut mir leid. Und es hat funktioniert. Oh, hier ist ein Mängel aufgetreten. Bahnschienen nicht parallel, das ist da, wo wir gezwungen werden, selbst zu bauen. Die Bahnschienen sind nicht parallel verlegt, damit sie sich am Horizont treffen, so wie auf den Zeichnungen. Ah, leider können aber so keine Züge darauf fahren. Ja, das ist doof. Züge anschaffen, die immer kleiner werden, wenn sie sich entfernen. Ein Auge zukneifen, um die Perspektive auszutricksen.
keine Ahnung, warum das nicht so gut funktioniert, Zugachsen aus Gummi installieren, schnell die Bevölkerung von Magnetschwebebahnen überzeugen. Ich glaube, wir schaffen, das dauert 3 Minuten. Und es hat geklappt. Dann nehmen wir das mal hier. Praktikant hat versehentlich Bombe gebaut. Da lässt man den Jungen einmal was alleine machen. Eigentlich sollte der Praktikant die Klimaanlage zusammenschrauben. Weil er die Anleitung falsch rumgehalten hat, hat er versehentlich aber eine Bombe gebaut. Den gelben Draht durchschneiden, den blauen Draht durchschneiden, den grünen Draht. Meine Lieblingsfarbe ist eigentlich blau. Und deshalb schneiden wir den blauen Draht durch. Oh, falsch. Leck mich. Der gelbe Draht war auch falsch. Den malfarbenen Draht mit den aprikofarbenen Applikationen durchschneiden. Den schwarzen. Den roten. Oh, der rote war's. So, jetzt haben wir die nächste Stufe. Neuen Parkbereich, Airport City Hotel und ein neuer Punkt. Ah, genau. Ich wollte ja hier mal investieren. So, wie viele Punkte haben wir noch? Einen. Anstatt 30% des eingefallenen Schadens, wenn ein Gebäude durch ein externes Event zerstört oder in frühere Bauphasen zurückgesetzt wird. Ich hatte so Vorahnungen. Nein, das wollte ich nicht machen. Betriebsbereit. Und da müssen wir den Abschlusstest machen. Oder was auch immer. Also den Inhaltsbereich ist fertiggestellt. Jetzt ist das nächste, die nächste Stufe. Babel, Hoch- und Tiefbau. Okay. Zu viele Ausländer. Unsere neue. Oder ist das Babel? Babel, nee, Babel wird mit Doppel-B geschrieben, oder? Unsere neue Parteizentrale der Gegend, nee, der Gegenentwurf zur Bundesrepublik GZB haben wir bei, warte mal, das ist doch Babel, oder? Ich weiß es gerade nicht. Nee, Babel schreibt man mit Doppel-B, oder? In Auftrag gegeben. Leider, auf der Baustelle sprach niemand Deutsch. Na, muss Babel sein, wenn es um Sprachen geht. Sprachverwirrung ohne Ende, ohne uns. Ein Punkt für die Ausbeutung. Baum mittendrin gestoppt. Erst alles großartig geplant und begonnen, aber dann, von einem Tag auf den anderen, ging einfach nichts mehr vorwärts, ohne ersichtlichen Grund, als hätte Gott selbst die Bauarbeiten verhindert. Viel zu hoch, ganz hübsch geworden, aber warum bis zum Himmel? Wir wollten doch nur zwei ach, Volletagen. Ich weiß nicht, warum die 13 Stockwerke gebaut haben. Super tiergerecht, aber echt teuer. Hab viele Haustiere, von jeder Sorte zwei und habe Babel oder Babbel beauftragt, eine Herberge für alle zu bauen. Ist echt gut geworden. Leider kann ich mir jetzt kein Tierfutter mehr leisten. Mega und super schnell. Mein neuer K, was auch immer, Carport oder Carport. Ist echt schick geworden und war ruckzuck fertig. Hammer, biblisch, leider auch der Preis. Ach, so, was machen wir als nächstes? Ach, noch was bauen? Gastronomie hatten wir noch nicht. Airport City Hotel. Und daneben wir Tausendwasser, der Tausendsasser. Oder nochmal in Drangeta. Wir haben nicht mehr ganz so viel Geld, ne? Ich nehme mal 1000 Wasser, der 1000 Sasser. Schwierig zu putzen, man kommt kaum in die Ecken, wenn überhaupt Ecken da sind. Ansonsten ist alles fantastisch. Schnell und individuell, toll, was die gezaubert haben. Das Gebäude ist ein echtes Unikat und schnell waren die. Naja, kein Wunder, die haben beim Bauplan scheinbar ohne Lineal gearbeitet.
Alles absolut Picasso. Der Bau ging echt Dalli Dalli. Gut, es war ein bisschen Goya, aber wenn man in Munch baut, kostet das halt. Leider ist da Vinci. Ist da Vinci, aber meine Boys sind glücklich. Ach so. Wortspiele von irgendwelchen Künstlern. Da Vinci, also Malern, oder? Da Vinci war auch Maler, glaube ich, keine Ahnung. Wahrzeichen. Wir haben in Niederkleindorfingen schon lange überlegt, dass wir so ein echtes Wahrzeichen bräuchten. Die haben das geliefert. Jetzt kann der Tourismus kommen. Bitte schnell, wir haben jetzt echt Riesenschulden. Overwhelming, was auch immer, beeindruckend. Die Farben, die Kreativität, die Dynamik, wow. Also, falls ihr irgendwie eine Anspielung hier entdeckt und ihr seht, dass ich die falsch interpretiert habe oder überhaupt nicht verstanden, dann könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Schimmel auf der Bausubstanz. Das schimmelt ja schon. Mit ein bisschen Schimmelfarbe drüber pinseln, Salz draufstreuen. Mit Wasserstoffperoxid einreiben, mit Alkohol einreiben. Mit Alkohol einreiben. Okay. Airport City Hotel, der Vorarbeiter ist mit der Maus abgerutscht. Wir haben eine Maus in der Zwischenwand entdeckt. Unser Vorarbeiter fing sie, bevor sie die Kabel anknabbert. Als er sie raustragen wollte, ist er aber abgerutscht und hat sich ein Bein gebrochen. Kleinen blauen Elefanten besorgen. Gebrochenes Bein des Vorarbeiters zementieren. Flughafenkatze besorgen. Nacharbeiter zum Vorarbeiter befördern. Machen wir das mit dem Nacharbeiter, das ist relativ billig. Ja. Okay, hier ist was schiefgelaufen. Ja, ich tippe doch drauf. Wurde auch mal Zeit. So. Zulassung für Notruftelegrafen abgelaufen. Frechheit. Als wir mit dem Bau begonnen haben, waren unsere Notruftelegrafen der allerneueste Schrei. Jetzt auf einmal sollen die aktuellen Bauvorschriften nicht mehr entsprechen. Sollen sie den aktuellen Bauvorschriften nicht entsprechen? Okay, Notruftelegrafen sind im Prinzip veraltet. Ein empörtes Kommuniqué per Eilboten an die preußische Baubehörde schicken. Okay. Hochmodernes Faxgerät anschaffen. Auf die Digitalisierung warten. Ja, Dauer 8 Jahre. Das Internet ist für uns alle Neuland. Auf Rauchzeichen umstellen. Sollte mit dem Brandschutz ja kein Problem werden. Leute, wollt ihr Unterhaltung? Ich biete sie euch. Wir werden auf die Digitalisierung warten. So. Nein, das meinte ich nicht. Hier ist nein. Ist hier nicht irgendwie ein. Genau hier. Der Innenausbau. Den Innenausbau machen wir noch. Dann beende ich das Video. Und ich weiß, ich muss noch mehr dazu machen eigentlich. Dominas, die wird ziemlich teuer. Deshalb nehme ich einfach Manfred B. Klassner, ihr Neuköllner, Alleskönner. Musste oft mit meinem Kombi Sachen für ihn transportieren. Der hat nicht mal einen Sprinter. Das ist noch Handwerkskunst. Manni kann alles und hier geht sogar noch der Chef persönlich ans Telefon. Nicht der Schnellste. Ach, den hatten wir, glaube ich, schon mal. Netter Service, günstig, aber ohne Meistertitel. War ja erst skeptisch, ob ich Manfred den Bau meines Offshore-Hafens anvertrauen soll, aber der Preis war unschlagbar. Außerdem ist er ein echtes Original. Naja, schlussendlich musste ich selbst mit anpacken. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis war okay, unkomplizierte Kontaktaufnahme, hat keinen Gesellen, Pluspunkt, kennt gute Imbisse in der Nähe. Heiße Frauen in der Nähe warten auf dich. Nein, 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 einfach nein. So, ich würde sagen, das war's dann mit der Folge. Ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie zu kurz geraten ist. Wenn ja, dann kann ich ja noch mal eine machen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Anspielungen
Ja, wenn ihr eine Anspielung verstanden habt und ihr gesehen habt, dass ich sie nicht verstanden habe oder dass ich sie falsch interpretiert habe, dann könnt ihr mich gerne in den Kommentaren darüber aufklären. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat, oder schreibt einfach "Ich liebe Mangos" in die Kommentare. Das freut den Algorithmus. Und sonst habt alle noch einen traumhaften Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.